So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Headliners sind gestern erschienen, darauf werden wir heute eingehen. Wir schauen um 19 Uhr, was für neue SBCs kommen, werden darüber kurz quatschen. Vielleicht kommen ja auch Upgrade-SBCs, dann werden wir die auch mal austesten. Aber bevor wir jetzt reinstarten, Jungs, wie immer sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Und uns fehlen noch 70 Abos, dann haben wir die 19k, das ist unser Jahresziel. Würde mich sehr, sehr freuen. Montag auch Livestream, dass ihr Bescheid wisst, also 100% Montag Livestream, Jungs. Ich probiere nächste Woche dreimal zu streamen, ob wir es hinbekommen, werden wir dann sehen. Aber dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, mein Ziel ist es nächste Woche dreimal zu streamen. Ich nehme das Video hier noch gerade um 16 Uhr auf, weil ich gestern schon ca. 40 Packs gezogen habe. 20 von meinem Bruder, 20 auf meinem Account. Die werdet ihr jetzt im Hintergrund sehen. Ich werde euch aber wirklich nur die besten Packs zeigen. Nicht, dass das Video zu lange geht. Bevor wir aber damit reinstarten, Jungs. Ich werde es nicht im Titel schreiben, aber wir haben seit gestern 350.000 Profit gemacht. Gestern war ich bei einem Transferprofit von, ich glaube, 12.000 Coins. Ich habe die ganze Woche über kaum getradet, war ja noch Totti-Zeit. Hab nur gecraftet und jetzt bin ich bei 500k. Circa 350 bis 380.000 waren Trading und das andere, ja, geht auf Pack Opening drauf, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich zeige euch hier ganz schnell so die Verkäufe, ich gehe sie kurz durch. Ich habe ja schon ein Flipping Video gebracht, aber die Sache ist, ich könnte euch Einkaufspreise nennen. Da müsst ihr halt wissen, auf eigene Gefahr, wenn ihr Verlust macht, aber ich kann euch eigentlich sagen, wenn ich euch die Preise poste, werdet ihr auf jeden Fall keinen Verlust machen. Zeigt es mir einfach mit einem Like. Morgen kommt das nächste Video, 12.30 Uhr oder doch am Abend, werden wir dann sehen. Morgen kommt auf jeden Fall das nächste Video und dann werde ich euch im Video sagen, ob ihr gut eskaliert seid. Lasst alle ein Like da, wenn ich sehe, ihr geht ab mit den Likes. Dann nenne ich euch morgen Spieler, die ihr euch kaufen könnt für eure Flipping-Liste, aber natürlich auch selber lernen. Ich werde euch nur probieren, ein paar Anfängertipps zu geben. Also lasst ein Like da, wenn ihr wirklich Interesse daran habt. Wenn nicht, dann nicht, Jungs, dann weiß ich Bescheid, ob es sich das überhaupt lohnt. Und dann starten wir jetzt rein im Pack-Opening und danach sehen wir uns wieder um 19 Uhr. Erstmal kommt jetzt mein Bruder mit ca. 18 Packs und danach komme ich mit ca. 20, 25 Packs. Wir werden auf jeden Fall schauen, ob wir eine Headliner-Karte ziehen können. Insgesamt haben wir 40 Packs. Wenn er mal Packs sieht, dann eigentlich immer ganz okay oder halt auch gut. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Ob er reinlackt oder nicht. Erstmal so ein 82 bis 88er Set. Walkout, okay. Komm, Deutschland. Ja, wer will das denn werden? Boateng. Boateng oder Süle? Kommt drauf an. Boateng, 84er, wird als Walkout angezeigt, aber für ein 82er bis 88er Set ist es auch noch in Ordnung, war ja von einem Season Pass, deswegen macht man hier auf jeden Fall nichts falsch mit einem 84er Boateng. Sollte hier aus manchen Packs so kompletter Müll kommen, Jungs, dann wundert euch nicht, werde ich euch erst gar nicht reinschneiden. Das Pack schauen wir uns noch zusammen an, wir fahren wieder rein, wieder Walkout, let's go, komm. Italien, aus so einem 5k Pack, das wird Chiellini oder Bonucci, komm Chiellini, gönn Chiellini. Ey, Mann, sie gönnen Bonucci. Aber immerhin, Walkout. Push die Jungs. Wir kommentieren das hier live wie ein Kommentator. Wir gehen in den 7K-Pick rein. Kann es was werden? Wir sind gespannt in den 7K-Pick. Wir gehen rein. Und es wird leider kein Walkout. Aber es wird... Ja, irgendein Schrott in Form. Oh, De Paul. Nimmt man aber auch noch mit. 82er. Geht man Zukic für 5K oder so? Ich glaube mal, es geht so für 4,5, 5.000 Coins. Macht man auf jeden Fall auch nichts falsch. Das wird Aspas. Der erste 85er, oder? Ne, wir hatten ja schon Walkout. Was laber ich? Guck mal, ich bin komplett neben der Spur. Aber wir hatten auf jeden Fall schon 85er. Jetzt haben wir hier noch einen Tonali drin. Den hat er auch als Liegen-SPC-Karte. Keine besonderen Packs. Also keine 100K-Packs, 50K-Packs. Aber trotzdem, es kann was rauskommen. Man weiß ja nie. Hier gehen wir wieder rutschen. Grüße genau, Santisi. Wir stehen auf, Jungs. Mikrofon hier oben. Let's go. Wir stehen auf. Wir kommentieren das im Stehen. Oh, wir fahren rein, bitte. Bail? Ach ja, scheiß drauf. Wir sehen uns mal meinen Packs, Jungs. Das war ja wirklich kompletter Müll. Okay, Jungs, jetzt haben wir meine Packs. Ich bin gespannt, ob wir was ziehen können. Wir gehen direkt rein, erstmal in einem 7K-Pack. Ich erwarte, wie gesagt, gar nichts. Wir haben genug Packluck gehabt in den letzten Wochen. Aber ich würde mich natürlich freuen, sollte was kommen. Ja, hier aus einem 7K-Pack sogar ein Non-Rare. Mal sehen, ob wir was ziehen können. Dass wir unseren Verein wieder auffüllen. Wir haben kaum noch was im Verein. Ich glaube, insgesamt 100 Spieler in meinem Verein. Also, ja, wirklich so gut wie gar nichts mehr. Ah, schade. Leider kein Walkout. Aber das wird Quadrado. Ist 83 oder 4? Stopp, 83. Nicht mehr 84. Ja, im letzten FIFA, glaube ich, hatte er eine 84er. Leider nur eine 83er, aber nehmen wir mit. Immerhin, das war jetzt kein gutes Pack. Ich glaube, ein 7K-Pick oder so. Oder ja, so ein 5K-Pick, wo nur Spieler drin sind. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir eröffnen dann eben das andere 25er noch. Jungs, wir machen mal ein Skip-Pack, komm. Skip-Pack. Skip. Wenn jetzt ein Headliner drin ist, das wäre so lustig. Komm schon. Oh, let's go, Insigne. Ist ein Walkout. Nehmen wir mit Skip-Packs, ne? Viele nennen sie auch die Monte-Packs mittlerweile.
Die sind es einfach. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann mit euch wetten, hätten wir jetzt hier nicht geskippt, wäre gar kein Insigne drin gewesen. Machen wir weiter. Danach haben wir auf jeden Fall auch noch Picks. Nicht zu vergessen, ich habe nur die Ligen-SBCs von der La Liga ein paar zu machen. Und es kam ja auch eine neue Daily-Headliner-Challenge raus. Die werden wir auch noch abschließen. Also wir haben auf jeden Fall noch gleich 2, 3, 4 Packs am Start. Die muss ich aber erstmal vorbereiten. Aber erstmal wollen wir jetzt hier schauen, ob wir hier was ziehen können. Aber es sieht nicht so aus. Können wir auch wieder wegskippen. Wir machen mal noch ein Skip-Pack. Das bringt doch alles nichts, wenn hier nur Müll rauskommt. Ich fieber so krass, merke ich gerade. Manche ziehen einfach die Packs weg und wir fiebern so krass Walkout. Komm. Es ist Godin, okay, okay. Suarez oder Cavani wären jetzt auch nicht unbedingt mehr wert gewesen. Außer Suarez, glaube ich, wäre noch ein Stück mehr wert. Aber ich sollte die Packs nicht mehr öffnen, Jungs. Insigne, Godin haben wir gezogen. Ob wir jetzt damit zufrieden sein können aus 20 Packs, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde, es geht so, weil die bringen halt zusammen gerade mal 40.000, 50.000 rein. Wir haben jetzt noch 5 Packs. Wir könnten noch einen Walkout erwarten. Gehen wir rein ins 30k-Pack. Wir machen mal noch ein Skip-Pack. Wenn jetzt ein Headliner kommt, dann mache ich die letzten Packs alle nur noch mit Skip-Packs. Komm. Ja, Mann. 81er-Shaka aus dem 30k-Pack. Ein Walkout mindestens aus den Packs. Dann bin ich zufrieden. Ist egal, welcher Walkout und wenn es Verratti am Ende wird. Komm. Wir fahren wieder rein. Nein. Ich hab gedacht, wir bekommen jetzt hier einen Walkout. Das wird... Longley! Okay, okay, ja, ist nicht mehr so viel wert. Wenn wir noch 20.000 für ihn bekommen, 25.000, bin ich zufrieden. Wir schauen mal kurz. Longley noch was wert, Jungs? Gündogan auch dahinter? Ist der was wert? Ja, 20.000 circa. Ja, nehmen wir mit. 20.000 ist wie ein Walkout. Klar, wir wollen gerne nochmal das Walkout-Gefühl haben, aber wenn nicht, bin ich auch am Ende, sage ich mal, zufrieden. Mehr brauche ich nicht. 250k Packs. Eins schaue ich nicht hin. Ich sag, bei einem Pack kommt keine Leinwand. Ich sehe es kaum. Wir schauen hin mal wieder in 3, Jungs. 2, 1 und enttäuscht mich nicht! Das ist kein Walkout, das ist... Jovic. Ich habe gehofft, dass irgendein Serbe vielleicht eine Headliner-Karte hat. Oh, Walkout, Info-Walkout, Aguero? Handanovic, okay, nehmen wir mit, Handanovic nehmen wir mit. Ich glaube 40.000, 45.000 bekommen wir noch für den Handanovic. Dahinter kann aber halt auch alles sein, ne? Dahinter könnte sich theoretisch ein Messi verstecken. Sage ich euch so, wie es ist, Jungs. Ist okay. Am Ende, gutes Pack-Opening. Ich will mich gar nicht beschweren, wenn wir sehen, was mein Bruder gezogen hat. Wir skippen das mal weiter. Und dahinter ist vielleicht noch ein Morata. Okay, ja, ich bin zufrieden. Okay, 19 Uhr, Jungs, jetzt wird's spannend. Was gibt's Neues? Smalling habe ich schon gelesen. Smalling. Oha, okay. 67 Antritt. Gehen wir gleich drauf ein. Wir wollen eben schauen, was ist denn so... Ey, wenn noch einmal mein Handy vibriert, Jungs. Ich kann nicht mehr. Immer, wenn ich Videos aufnehme. Okay, paar Minuten später und ich muss sagen, diese Smalling-Card, ich habe mir sie jetzt mal genau angeguckt, bevor ich euch falsche Sachen vermittle. Klar, 67 Antritt, habe ich gerade direkt gesagt, ist nicht so gut. Aber was man nicht vergessen darf, und ja, 71 Ausdauer ist halt auch nicht so gut. Aber was man, wie gesagt, nicht vergessen darf, Smalling spielt eine Top-Saison gerade bei Rom. Und wenn er ein Inform bekommt, können diese Werte sich verbessern. Und ich habe gesehen, man braucht nur eine 83er SPC, ein Inform und dann... Oh mein Gott, wie dunkel es hier ist. Moin. Ja, ist die SBC eigentlich schon sehr, sehr billig. Vielleicht kostet sie 83er ein Inform 30.000, 40.000 maximal. Schätze ich jetzt mal so um den Dreh. Maximal 40.000 für so eine Karte. Ich kann euch nur sagen, nehmt euch diese Karte mit, wenn ihr sie gebrauchen könnt. Nehmt euch sie jetzt nicht random mit. Ganz klare Geschichte aus dem Grund. Ich würde sie mir jetzt beispielsweise nicht mitnehmen. Wenn ihr euch fragt, warum, schaut euch meine Verteidigung an, Jungs. Da wird Smalling keinen Platz finden. Da kann er noch so viele Informs bekommen, wie er will. Bei Van Dijk und Cannavaro, ja, da wird er halt nicht vorbeikommen. Ganz klare Sache. Auch in der Weekend League, bevor ihr mich fragt, wie viel stehst du? Stegart 7-0? Wir schauen mal kurz. Dann kommen wir auch zum Thema zurück. Ja, wir stehen 7-0 derzeit. Bin gespannt, wo die Reise hinführt. Ich fühle mich sehr wohl mit dem Team. Cruyff, absolute Maschine. Ich glaube, 38 Spiele insgesamt und 50 Tore oder so. Das ist schon krass. Okay, auf jeden Fall, um auf ein Thema zurückzukommen. Smalling, macht man nichts falsch. Vielleicht nehme ich mir noch Just for Fun mit. Irgendwie kriegt man den mal in einem Fun-Team eingebaut. Und wie gesagt, dass er ein Upgrade bekommt, ist gar nicht so unvorstellbar. Da er wirklich eine Top-Saison gerade bei Rom, wie gesagt, schon spielt. Defensiv- und Physis-Werte, die stimmen, müssen stimmen. Ja, ihr seht ja, weil ich die Defensiv-Werte ist überall mindestens 85. Und was noch sehr, sehr gut bei Smalling ist, er ist 1,94 groß. Das ist halt wirklich nochmal ein Pluspunkt für einen Innenverteidiger, fast 2 Meter groß. Für seine 2 Meter ist er halt nicht mehr so langsam. Er hat jetzt 82 Sprintgeschwindigkeit. Nur Antritt ist vielleicht etwas wenig, aber geht auch noch in Ordnung. Nicht falsch verstehen, ist auch noch okay. Vielleicht reicht doch 71 Ausdauer für einen Innenverteidiger. Schau mal kurz. Van Dijk hat wahrscheinlich sowieso 99 Ausdauer, aber zeig mal Cannavaro. 78, aber
komme ich auch mit klar. Gomez hat auch 78. Okay, aber 78 bei Joe Gomez und Cannavaro reicht mir immer. Also vielleicht reicht das auch und ich vertue mich gerade komplett. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, werdet ihr Smalling abschließen. Leider sind keine Upgrades gekommen, dann werden wir jetzt auch nicht mehr viel machen. Wir werden jetzt diese SBC abschließen zusammen hier. Wo ist sie nochmal? Hier diese, ja, untauschbare SBC, warum auch immer. Und dann werden wir auf jeden Fall uns nochmal gleich wiedersehen. Okay, das ist meine Lösung hier. Hier muss ich ganz klar sagen, Jungs, probiert weniger Goldspieler zu benutzen. Ich wollte die SBC jetzt schnell abschließen. Ihr wisst ja, der SBC-Boss im Stream immer 5 Jahre für eine SBC. Deswegen werden wir es jetzt so abschließen. Aber wie gesagt, probiert mehr Silberspieler einzubauen. Ich habe halt kaum noch Silberspieler, weil ich sie alle in diese Upgrade-Dinger getan habe zu der Totti-Zeit, wo ich so viel gecraftet habe. Aber dass ihr Bescheid wisst, dann wollte ich euch nochmal kurz sagen, in 2 Tagen läuft die Icon-SBC ab. Sprich, die Base-Icon-Upgrade-SBC. Und die mittlere, bin ich mir sicher, wird in den nächsten 2-3 Wochen kommen. Und dazu wollte ich euch sagen, dass wir eben keinen Leinwand gezogen haben, obwohl das Pack untradable ist. Nein, ich wollte euch sagen, dass ihr einfach nochmal investieren könnt. Jetzt gerade sind Lightning Ones heute noch und morgen noch. Ich glaube zumindest, dass morgen auch welche kommen. Heute sind auch wieder welche da. Und investiert von 86er bis von mir aus 90er Rated Spieler sind gerade immer noch sehr günstig zu bekommen. Sind wieder etwas angestiegen. Zum Beispiel ein TS Degen. Habe ich euch vor 4-5 Tagen gesagt, investiert in ihn. Da war er 43.000 wert. Mittlerweile kostet ein TS Degen wieder, wie wir hier sehen können, knapp 50.000. Ja, 49.000. Aber immer noch im Rahmen der Investition, weil er kostet zwar gerade 49, aber während Lightning Ones, ihr wisst selber, da kommen sehr viele Spieler auf den Markt, bekommt den vielleicht für 47, 46 gesniped und dann macht ihr auf jeden Fall auch nichts falsch. Das gleiche geht mit den anderen Spielern, schaut, dass ihr nochmal investiert, vielleicht in 87er, 88er, 89er, Suarez ist gerade der günstigste 89er auf dem Markt. Schaut, welche Spieler damals hochgegangen sind, wo die Base Upgrade SBC kam, da kann ich euch zum Beispiel Oblak sagen. Oblak ist extrem vom Preis angestiegen, ist sogar, ich glaube ja, eine 91er Karte, aber ist gerade auch wieder teuer. Er liegt gerade ungefähr wieder bei seinem alten Preis. Vor ein paar Tagen war er hier bei 47.000 mitzunehmen zur Totti-Zeit. Er ist seitdem wieder knapp 10.000 angestiegen. Also wer in Oblak investiert hat, casht jetzt schon aus. Ansonsten, wenn ihr ihn unter 55 mitnehmen könnt, macht ihr auch nichts falsch. Er hat eine gute Range. Und wenn eine mittlere Icon-SBC kommt, wer weiß, vielleicht geht er auf 70.000, 80.000 hoch. Und da kann man 10.000, 20.000 pro Karte Gewinn machen. Also ich wollte euch nochmal kurz daran erinnern, investiert nochmal in 86er bis 90er und nehmt euch vielleicht noch einen 91er Oblak unter 55 mit. Macht ihr 100% nichts falsch. Informs gibt es gerade auch zum Abschlusspreis, kann man auch sich mitnehmen. Ein Tag, 23 Stunden, sprich Sonntag, 19 Uhr sollte die SBC ablaufen. Ich glaube nicht, dass direkt die mittlere Icon-SBC kommt, kann auch sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht am Donnerstag kommt oder nächste Woche irgendwann, übernächste Woche irgendwann. Aber sollten sie nochmal diese 30 Tage, diese Base-Icon-Upgrade-SBC nochmal wiederholen für 30 Tage, dann wird auch in den nächsten 30 Tagen, bin ich mir ziemlich sicher, keine mittlere Icon-SBC kommen. Aber wenn EA will, dass der Markt hochgeht, dann muss eine mittlere Icon-SBC kommen. Ich bin gespannt, wie sie es handeln werden. Letztes Jahr kam im März, glaube ich, die mittlere Icon-SBC. Aber auch die Base-Upgrade-SBC kam erst im Februar. Deswegen ist es gar nicht so unmöglich, dass sie vielleicht jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Ich wollte euch nochmal kurz daran erinnern, weil kaum einer von den YouTubern gefühlt das anspricht. Dann bin ich raus für heute, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Eskaliert mit den Likes, wenn ihr das Flipping-Video haben wollt. Und dann bin ich raus. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.